Hallo, mein Name ist Jim Panzer und ihr seht Battlefield 4, die Open Beta. Ja, heute geht die Open Beta offiziell los. Vorher, also sprich die letzten paar Tage, war es ja nur die Closed Beta, die im Prinzip auch einer riesengroßen Schnittmenge an Leuten vorenthalten war. Wie exklusiv das Ganze ist, kann jetzt im Prinzip jeder für sich selbst entscheiden, aber in diesem Video, in diesem kleinen Commentary, erfahrt ihr im Prinzip nur meine Meinung zu Battlefield 4 und was jetzt mit den ganzen Problemen, was ich davon halte, was ich von dem Spiel halte und was es jetzt vielleicht in Zukunft noch zu geben scheint zu sein, ihr versteht schon. Jedenfalls habe ich heute Morgen im Battlelog gelesen, beziehungsweise jetzt vor 3 Stunden, um ganz genau zu sein. Willkommen zur Open Beta, beziehungsweise zur Open Battlefield 4 Beta, beziehungsweise im englischsprachigen Battlelog steht dann einfach nur Welcome to the Open Battlefield 4 Beta. Was so viel heißt wie, jetzt geht's endlich so richtig los. Innerhalb dieses Artikels steht, was man jetzt machen kann, was man nicht machen kann, was jetzt am Start ist. Und es geht unten drunter auch noch einmal um die ganzen kleinen Problemchen, die sich jetzt in Anführungszeichen gekümmert wurde. Beispielsweise, dass viele Spieler im Ladescreen festgehangen haben. Da wurde wohl offensichtlich was serverseitig bzw. clientseitig irgendwie geupdatet. Ich habe nämlich heute Morgen auch ein Origin-Update mitbekommen. Vielleicht war das ja im Prinzip schon das, was viele Spieler jetzt extremst glücklich macht. Also, jeder von euch, der in der Closed Beta im Ladescreen hängen geblieben ist, sollte es jetzt noch einmal probieren bzw. sich diesen Battlelog-Eintrag anzuschauen. Wie das Ganze geht, ist natürlich total einfach. Battlelog.battlefield.com aufrufen und dann einfach die Top-Story, also das, was da heute steht, einmal komplett durchlesen und für sich verstehen. So, unten drunter natürlich auch noch der Beitrag mit Low Framerate Stuttering, was so viel bedeutet, wie wenn ihr extrem schlechte Frameraten habt, beziehungsweise das Video einfach nur für euch total schlecht dargestellt wird und Einzelbildaufnahmen, also sprich eine Diashow von sich gibt, also eine Slideshow, PowerPoint-Präsentation für alle, die nicht wissen, was eine Diashow ist, dann solltet ihr auf jeden Fall, wie ich das in meinem letzten Video schon gesagt habe, eure Grafiktreiber auf die aktuellsten Versionen, und das sind im Moment, der Radeon-Treiber 13.10 Beta oder GeForce 331.40 Beta aktualisieren. Damit sollte es eigentlich funktionieren. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann müsst ihr leider noch auf das finale Produkt warten. Dann ist euch wahrscheinlich momentan nicht wirklich zu helfen. Außer natürlich, ihr habt die Tipps, die ich in meinem letzten Video hier bei Commander Krieger zum Besten gegeben habe, auch schon ausprobiert. So, so viel dazu. Ich habe vor ein paar Tagen, gestern um genau zu sein, vormittags einfach mal Zuschauer eingeladen und gesagt, hier, wir sind gerade auf dem Server, kommt vorbei, kommt an den Start. Allerdings ohne dass den Teamspeak-Sound. Ich war einfach auch so ein bisschen, ihr merkt es gerade, meine Nase ist schon wieder so ein bisschen zu. Heißt, ich bin immer noch so ein bisschen bekloppt erkältet und da gestern auch ein bisschen Besuch hier war und wir bis spät in die Nacht hier gesessen haben, Kuchen gefressen haben und uns sowieso voll gestopft haben. Naja, ihr versteht, was ich meine. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben vormittags einfach nur so ein paar Runden zusammengezogen. Ich habe das Ganze hier aufgenommen, kurze Runde, und die benutze ich jetzt, um nochmal zum Besten zu geben, was ich jetzt überhaupt von der Battlefield 4 Beta halte. Und das können wir ganz entspannt in ruhiger Atmosphäre unter Freunden, unter Zuschauern, so wie wir nun mal hier sind, ganz einfach abhalten. Also, die Battlefield 4 Beta für mich hat sich das Ganze schon sehr gelohnt. Ich habe mir etwas mehr erwartet, was die Freischaltung anging, also sprich, dass man mehr Waffen schon hätte testen können. Vom Gameplay an sich kann man jetzt halten, was man will. Ich finde, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich hoffe natürlich, dass jetzt sich hier noch ein bisschen was dran ändert. Sprich, dass man beispielsweise noch ein paar mehr Details hat, dass man noch mehr kaputt machen könnte, würde ich mir wünschen. Und dass alles an sich noch etwas besser fluppt. Ob das jetzt an dieser Karte liegt und ob das bei den anderen Karten noch besser funktioniert, das weiß ich nicht. Wichtig ist, beziehungsweise aufgefallen ist mir und natürlich meinen Kollegen auch schon, dass das ganze Movement der Soldaten etwas anders vonstatten geht. Das ist so ein bisschen mehr so in Richtung Crisis, so ein bisschen mehr in Richtung, na, ich weiß nicht, einen anderen Titel möchte ich jetzt hier gar nicht nennen. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden, indem er das Spiel einfach mal anzockt. Jetzt zu Open Beta habt ihr einfach die Möglichkeit dazu. Und mir gefällt es. Es sind so ein paar Kleinigkeiten, die ich scheiße finde, wie beispielsweise, dass der Soldat sich immer um ein Objekt rumlehnt. Also wenn ihr beispielsweise vor so einem Pfeiler steht, dann lehnt er sich nach links oder rechts und spottet bzw. schaut schon mal, lugt etwas darunter hervor. Das persönlich finde ich scheiße. Ich möchte das nicht, dass der Soldat das macht, wenn er direkt vor so einer Kante steht. Außerdem wird das häufig dann ausgeführt, wenn ich es gar nicht machen möchte. Also wenn ich mich verstecken möchte, wird das ab und zu automatisch gemacht. Deshalb, ich weiß nicht, ob man das ausschalten kann. Wahrscheinlich schon. Ich habe es noch nicht gefunden, beziehungsweise nicht danach gesucht. Finde ich aber auch unnötig, beziehungsweise
Schade, dass es hier halt automatisch ausgefüllt führt wird. Ich bin in dem Panzer unterwegs gewesen, im Helikopter unterwegs gewesen und alles, was man sonst noch so fahren konnte an Vehikeln, die da jetzt zur Beta zur Verfügung standen. Das Movement darin ist etwas, ich sag jetzt mal, weicher, etwas intuitiver, es geht etwas besser von der Hand. Jeder von euch, der jetzt in einem Heli drin gesessen hat und vorher schon im Helikopter geflogen wird, wird mir da sicherlich beisteuern oder zustimmen. Die eigentliche Steuerung des Helikopters ist jetzt etwas weicher und etwas, ich will mal sagen, etwas günstiger geraten. Also im Vergleich zu Battlefield 3 ist es doch etwas fester und Battlefield 4 ist es jetzt etwas, ja, etwas positiver. Also jeder Spieler von euch, der gerne mal Helikopter fliegen sollte, geht auf einen leeren Server, probiert das mal für euch aus. Das macht richtig Spaß und ihr bekommt ein Gefühl dafür, wie es in Battlefield 4 jetzt demnächst halt mit Fahrzeugen an sich weitergeht. Dann ist vielen aufgefallen, dass der Bullet Drop der Panzer extrem hoch ist, also sprich, dass die Kugel schnell nach unten fällt. Finde ich, ist kein großer Nachteil. Man muss jetzt einfach nur noch ein bisschen mehr Skill aufbringen. Ob das so gewollt ist und ob das sich nochmal ändert, wissen wir nicht. Die Aussage, die ich seitens EA bekommen habe, war, wir denken schon, dass das so in unserem Sinne ist und da müsst ihr euch einfach erstmal dran gewöhnen. Heißt, wenn man jetzt mit dem Panzer auf weite Entfernung was angreifen will, muss man doch ein bisschen mehr Übung haben, beziehungsweise etwas genauer zielen. Finde ich persönlich sehr gut. Also mein grundsätzliches Fazit zu dieser Beta ist relativ positiv. Es ist schade, dass nicht so wirklich alle Spieler mitzocken konnten. Beispielsweise jeder Spieler, der ein 32-Bit-System hat, ist grundsätzlich kategorisch ausgeschlossen worden, da sich diese Beta nach meinen Informationen grundsätzlich nur auf die 64-Bit-Systeme spezialisiert hat. Dann sind viele Spieler ausgeschlossen worden, die eigentlich von den Hardware-Anforderungen locker das ganze Ding hätten spielen können müssen. Und viele Spieler, die die entsprechende Hardware hatten, sind auch mit Problemen davongekommen und konnten es entweder gar nicht oder nur mit sehr schlechten Frameraten spielen. Das finde ich persönlich auch schade, aber das gehört nun mal zu einer Beta-Version mit dazu. Natürlich ist das unterm Strich auch eine Werbung für das Spiel, aber ganz ehrlich, meiner Ansicht nach, kann das sich eine Beta erlauben, dass sie mit so vielen Problemen daherkommt. Deshalb ist es ja eine Beta-Version. Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf das finale Produkt, auf Battlefield 4, wenn es dann in den Ladentheken steht und zu kaufen ist. Ich gehe mal davon aus, es muss ja jetzt im Prinzip schon etwas auf CD gebrannt oder DVD gebrannt werden, dass man ausliefern kann, dass diese Version ohne ein Update nicht spielbar sein wird. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Also, wir freuen uns schon mal auf ungefähr lockere 5 bis 20 GB zusätzliche Updates, die wir uns runterladen dürfen bei dem eigentlichen Launch des Spiels, beziehungsweise sobald man sich's gekauft hat und das erste Mal installiert. Da wird wohl kaum ein Weg drum rumgehen, denn das, was wir hier gerade gesehen haben, ist leider noch nicht ganz fertig, kämpft mit vielen Problemen und wir berichten alle lustigerweise darüber. Jedenfalls, Battlefield 4 hat mir extrem gut gefallen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es damit weitergeht und was für andere Karten wir da noch präsentiert bekommen, beziehungsweise was uns da noch alles erwartet. Ich finde, es ist grundsätzlich erstmal ein sehr, sehr gelungenes Produkt. Allerdings bin ich natürlich auch etwas, ich sag mal, unvoreingenommen kann man es nicht gerade nennen, denn ich bin ein absoluter Battlefield-Fanboy. Auf der anderen Seite stehen natürlich die ganzen Probleme, die man jetzt im Vorfeld noch hatte, aber das, finde ich, gehört in den Raum Beta und damit ist es okay. So, ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in meinem nächsten Video. Haut rein und habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, tschüss.